Es ist für mich alles so ein bisschen unverständlich. Pass auf, ich ziehe mir mal ganz kurz das Kuchen-TV-Video dazu rein. Ich will jetzt wissen, also, Bro, das ist doch weird. Das ist doch weird, 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 Jo, weird, Freunde, weird, 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 ganz, ganz weird. der News. Der nächste Teil unseres Podcasts ist rothaarig und langhalsig gemeinsam mit Tommys lehrreiche Lehrfilme ist jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Geht Schön. um kranke Themen, wie ihr hier wahrscheinlich sehen könnt. Ich kann das wegen der Werbefreundlichkeit nicht sagen. Erster Link in der Beschreibung, würde mich freuen. Gewitter im Kopf haben wieder angefangen, Videos hochzuladen. Sie haben ja jetzt eine dreiwöchige Pause gemacht, nachdem sie einen sehr starken Shitstorm dafür bekommen haben, dass Tim den Tod seines Opas für eine Ja, Promoaktion das haben wir schon ausgenutzt hat. alles Und mitbekommen. zwar hat er seinen ersten eigenen Track Du fehlst hochgeladen, hat dabei aber super viele nicht so coole Aktionen gebracht, die den Anschein erweckt haben, dass es hier nur um Reichweite geht. Er hat dazu dann auch ein Statement auf dem Gewitter im Kopf Kanal hochgeladen. Das kam allerdings nicht so wirklich gut an und seitdem hatten sie 3 Wochen nichts hochgeladen. Nun haben sie wieder angefangen, dort Videos zu posten. Innerhalb von 3 Tagen kamen 2 Videos online. Die Bewertung der beiden Videos ist auch eher so mittelmäßig, also Ich gehe jetzt mal ganz kurz mit Kuchen TV in Discord. gerade für Was hat der da auf seiner Stirn? Hat sich einfach ein Smiley gemalt. deren Kanal ist das halt gar nicht gut. Und sie haben am Anfang auch jegliche kritischen Kommentare unter dem Video entfernen lassen. Wenn man in die Top-Kommentare Not schaut, dann sind cool. die jetzt zwar kritisch, wurden aber alle einen Tag nach Upload erst geschrieben. Und es haben ja auch sehr viele Zuschauer geschrieben, dass kritische Kommentare geblockt oder nicht angezeigt worden sind. Kann oft, ja, ist überuncool. Kann aber oftmals einfach so ein Fast Reaction Mechanism sein, so einfach um so Sachen irgendwie schnell, wisst ihr, was ich meine? So schnell so, weird, 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 wisst ihr, was ich meine? Finde ich persönlich von den beiden halt wirklich super wack, dass man das Ganze jetzt einfach unter den Tisch kehrt. Weil ganz ehrlich, stellt euch doch einfach hin. Ihr müsst nicht Okay, mal ein. passt auf, Chat. Ich gehe ganz kurz in den Discord zu Kuchen. Wartet ganz kurz, ja? Ich sehe bei Kuchen TV im Discord nichts. Der ist verbuggt. Der ist kaputt. Der Discord von Kuchen TV ist kaputt. Weiß nicht. Mann, der soll mir einfach seine Eddy geben, Bro. Hey Chat, es ist wirklich, du brauchst Rollen, damit du etwas sehen kannst. Ja, kann auch sein. Junge, let's go. Ah, Jo, was Digga. geht? Bro, ganz anderer Film hier gerade gewesen, Alter. Das erstmal alles Ja, ich hab schon gemerkt. aufzusetzen. Ach, Junge, 20 Junge, Minuten, Junge. alles gut, mein Gott. Habe ich echt so lange gebraucht? Nein, keine Ahnung, 10 oder so. Ja, entspannt, Digga, der Technikboss. Ey, guck mal. Ich check's nicht. Ich check diese ganze Glaube ich dir. Geschichte nicht. Ja. Steigst du durch? Ja. Ist es okay? Pass auf. Woher? Du hast drei Woher? Fragen. Ja, 3 Fragen habe ich. Okay, die stelle ich clever. Ja. Woher hat er die Fotos? Die kann ich mir selber beantworten. Er ist in die Wohnung reingegangen, hat die Kamera maybe gefunden, richtig? Boah, das ist eigentlich eine echt ziemlich gute Frage. Das hab ich mir auch schon gefragt, woher der die Bilder hat. So. Wenn der die abfotografiert, dann kann es schon gut sein, das ist vielleicht seine Kamera und sie hatte die noch? Ja, Ist das aber diese berühmte 3000-Euro-Kamera? das sieht aus wie eine Sony-Kamera auf jeden Fall vom Interface her. Gut, aber warum sollte sie damit Videos machen und Richtig, er kriegt die dann genau. wieder? Das ist ja. Richtig, genau. Warum hat sie überhaupt Fotos davon gemacht? Checkst du? Ist echt eine gute Frage. Ich gucke hier gerade mal in meiner Reaction, die ist leider sehr lang, ob ich das finde, wo man die Bilder sieht. Dann kann man Weil vielleicht noch das was zu verstehe ich sagen. halt nicht. Warum haben. Ja, da. Also, guck mal, du kommst doch nicht auf die Idee, wenn du dich mit irgendwem treffst, zu sagen, yo, es ist cool, wenn ich ein paar Selfies mache. Das machst du doch nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber es sieht auf den Bildern auch nicht so aus, als ob da mehr Leute sind. Nee, Aber true. man sieht jetzt nicht Aber irgendwie noch einen dritten Stuhl oder so. ja, aber auch dann die Frage so, warum ist das Video wieder offline? Gut, also warum es offline ist, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass Ellie halt gesagt hat, so, jo, lösch das mal, sonst zeige ich dich an, weil er hat ja auch private Nachrichten gezeigt und so. Okay, ja, das Nicht stimmt, das stimmt, veröffentlichte das Bilder von stimmt. ihr. Und Ja. sie kommt ja generell nicht so gut weg in dem Video, ne? Hast du es gesehen Nachvollziehbarerweise wohl. eigentlich? Ja, ich hab's mir gerade komplett Was? reingezogen, Digga. Es war wie Inception 2, wirklich. Ganz Ey, verwirrend, sag mal, ganz verwirrend. wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, dann schreib die doch einfach mal an, also. Oh. Ja, keine Ahnung, es ist alles so weird, weißt du, was ich meine? So dieses Fotoding, das check ich halt nicht. Warum? So, das ist doch. Ja gut, wenn das Das seine Kamera. Ja gut, vielleicht. Ja. ich meine, gut, sie hat Vielleicht. Psychiatrie wirklich. Ich hab noch nie jemand das Wort Psychiatrie so schreiben sehen. Das war schon Ja, ne? ziemlich. Aber also der Move zu sagen, ich mache davon jetzt Fotos, hat sie vielleicht vorgehabt, das ihm zu schicken. Aber sie wirkt jetzt auch nicht so, als wäre das Salz. So, also ich guck mal, so Digga, da ist Unschuldsvermutung hin oder her.
weißt du, was ich meine? So, alles in Ehren, aber man weiß ja nicht so ganz. So, es gab ja schon ein, zweimal den Fall, dass eventuell, weißt du? Ja gut, aber wenn, also wenn Simex da jetzt gelogen hat, also glaube dann ich kann auch er seine, nicht, glaube ich auch dann kann er sich seine, beerdigen, kann er sich beerdigen. Ja, ne? Das war's. Aber war's komplett dann es, für ihn. Es macht für mich einfach so irgendwie, es ist so nicht konsistent, weißt du, was ich meine? So dieses yo, ich mache jetzt davon Fotos, vielleicht zum Provozieren. Ja, aber warum sollte sie das machen? Meint ihr, sie hat die Fotos wirklich gemacht, um ihn zu provozieren und hat sie ihm dann geschickt? Nee, oder? Ja gut, die haben ja auf jeden Fall, glaube ich, ein MacBook oder so da stehen. Ne? Vielleicht haben die auch die Fotos rübergezogen und wollten halt einfach Fotos haben und haben es dann mit der Kamera gemacht, die eine gute Qualität. Aber machst du das? Machst du das direkt bei einem ersten Date so oder bei einem Date so sagen, so yo, wir Boah, machen jetzt... das ist, glaube ich, nicht mal das erste Date, ne? Ja, kann halt sein, ne? Kann halt sein. Ich find's... Das mit den Bildern ist so das Einzige, ne? Ich sag halt nur, dass ich es irgendwie ein bisschen weird finde, so. Die Sachen, guck mal, die Sachen, die er mir geschrieben hat und so, das sind ja alles Dinge, von denen ich schon mal gehört habe, weil er halt einfach irgendwie selber, glaube ich, echt eine schwierige Kindheit und sowas hat. Das hat er mir alles mal so auch bei Instagram so privat geschrieben. Deshalb bin ich auch so ein bisschen vorsichtiger. Ja, hat er ja im Video auch gesagt alles, ne? So, ja, richtig, genau. So ein bisschen vorsichtiger immer mit ihm gewesen und habe auch so, ja, ein Stück weit Verständnis für ihn gehabt. Das ist alles BS so, aber halt zumindest so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? So ein bisschen vorsichtiger einfach, ne? Aber das ist halt so giga sus, ich check das nicht. So, ich bin so, ich denk mir so, hä? So, was ist das für ja, gut, ein Move? Wahrscheinlich gibt's dafür echt eine einfache Erklärung. Ich meine, das ist halt immer noch Miss Juicy Ass, ne? Wer weiß, wie die tickt so. Ja, true. Ich meine, die ist nach einer halben Stunde zu Simex gefahren. Also, dass sie da Fotos macht, ist jetzt... Würdest du also, denn... Das finde ich weniger komisch, als dass sie da hinfährt. Ja, true. Würdest du denn sagen... Ach, war sie bei ihm in einer halben Stunde, oder wie? Ja, der hat in so einem Antwortvideo gesagt, dass er ihr bei Insta geschrieben hat und eine halbe Stunde später war sie im Zug zu ihm. Alright, okay, chillig. Okay, na gut. Würdest du denn sagen, dass Fotos von anderen Frauen liken ist Fremdgehen, oder? Auf jeden Fall. Ich finde schon angucken alleine. Instagram generell haben, oder? Ja, also seitdem ich mit Gina zusammen bin, habe ich nur noch Männer bei Instagram. Und ich blockiere auch jede Frau, die ich sehe. Ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen Präferenz gewesen, oder? Bisschen Abwechslung. Ja, das muss man so machen heutzutage. Nice. Ja, keine Ahnung. Ey, Rezo, danke für den Raid mit 3700 Leuten. Komplett ungerechtfertigt und gerade der beste Zeitpunkt dafür überhaupt. Wir reden gerade über Z-Max und den Trennungsscherz, Digga. Ich fühle mich hier wie fucking Ross Anthony bei Tough oder sowas. Ich check's alles nicht, ja, Mann. Es ist alles weird. Warum hast du nicht so ein krasses Trennungsvideo gemacht, nachdem du dich da mit deiner Freundin getrennt hast? Weil keiner irgendwie fremdgegangen ist und wir halt im Kopf schon ein bisschen reifer sind, I guess. So, ich denk, das ist aber irgendwie schwach, ne? Ja, man muss eigentlich, hätte man capitalisen, du hast recht. Man hätte eigentlich ein paar Views machen müssen, du hast vollkommen recht. Ich meine, guck mal, Z-Max hat ein bisschen geweint, dies, das, und hat irgendwie 4000 Abonnenten in 2 Tagen gemacht, ne? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist Zeit, dass ich das auch nochmal mache. Vielleicht setze ich mich gleich einfach hin und heule über irgendwas aus der Vergangenheit, mal schauen. Nee, ja, keine Ahnung. Muss ja auch nicht stimmen, sag ja. einfach irgendwas. Ach man, ich find's ein bisschen sketchy so, aber ich will jetzt hier auch nichts unterstellen so, ne? Hast du ja aber eigentlich schon, ne? Jetzt ist es zu spät. Nee, hab ich nicht. Der Chat hat mich mehr so drauf hingewiesen. Ich hab nur gesagt, hey, so, was ist hier los? Ich versteh's nicht. Ich bin einfach nur so ein Dude, der sich das reinzieht. Weißt du, was ich meine? Keine Wertung. Ich hoffe, dem Jungen geht's gut und ich hoffe tatsächlich, dass wenn alles fein ist, dass auch alles weiterhin fein bei ihm ist. Weißt du, was ich meine? Na, ich meine, aber wenn du ein Ehrenmann bist, könnten wir jetzt ja Z-Max fragen, ob wir beide jetzt nach Barcelona fahren für eine Woche und den wieder hochhelfen, weißt du? Ey, ob da Zeit hätte, mit uns verbringen das würde ich wirklich machen, ne? So ein Projekt. Das wäre ich eigentlich ganz gerne, ne? Ja. Aber wir helfen Z-Max. Ich glaube, da braucht es halt schon mehr für, ne? Also, ich glaube, da braucht es nicht nur eine Woche. Wahrscheinlich müsste man... Ja, es geht ja darum, dass wir uns besser hinstellen, ne? Und eine Woche, ist, das kann man machen. Ach so, es geht darum, dass wir quasi uns für eine Woche so ein bisschen Whitewashing betreiben. Genau, uns vorspulen, so. Ja, genau. Und ich meine, wir helfen ihm ja dann ein bisschen wenigstens so. Und dann du meinst wie so eine RTL-Serie. Ja, genau. Ja, wir helfen ja, so ein ja. bisschen, aber ja. nicht wirklich, aber stehen am Ende so da, als wenn wir perfekt gewesen wären. Und im Endeffekt, wie es ihm geht, ist dann eigentlich wieder scheißegal, sagst du. Ach, Digga, der kommt alleine klar. Also... Er trägt auch Balenciaga und Gucci und so. Wir haben aber auch, muss man halt doch dazu sagen, das ist eh eine Sache, klar, das wissen wir alle, Geld macht alleine glücklich. Und vor allen Dingen haben wir ja auch noch gut 10 Monate Zeit, weil das Airbnb ja noch so lange läuft, ne? Stimmt, und er hat ja auch das zweite Airbnb gemietet und ich hoffe, dass er seine Freundin rausgeworfen hat. Das heißt, wir könnten da auch kostenlos wohnen, wir müssen nur den Flug zahlen. Es geht gerade in so falsche Richtung.
Bro, wenn das jetzt wirklich true ist und er wurde so bit... Ah, oh Mann. Ey, no joke, ich hoffe, dass es dem wirklich gut geht. Ich mache mir schon immer wieder Sorgen um den. Ehrlich, das ist so... Naja, er spielt jetzt Fußball und so. Also... Ich denke, meinst du, das hilft ihm da raus? Ja, Sport ist immer gut. Ne? Hilft gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so. Stimmt. Die Prank Bros haben es ja auch ausgehalten, dank Sport, ne? Eben, ja. Und guck mal, wie muskulös die sind. Ja, das stimmt. Marvin und Calvin haben es echt raus, die zwei. Ja, ich weiß, also ich sag's mal so, ich glaube, da wird auf jeden Fall nochmal, obwohl er angekündigt hat, dass jetzt das letzte Video erstmal ist, kommt wahrscheinlich da nochmal was, da muss ja nochmal was kommen, ne? Eigentlich schon, ja. Also ich meine, er lebt ja auch eigentlich davon, ne? Will er jetzt monatelang gar nichts hochladen, wäre auch irgendwie weird, ne? Ja, true. Vor allen Dingen kommt ja auch nochmal dazu, dass er... Guck mal, weißt du, was ich so schlimm finde? Ich finde so schlimm, dass er einfach dahin gezogen ist, ne? Und hat gesagt, so, ich fange jetzt einen kompletten Neuanfang an. Und es ist komplett nach hinten katapultiert. Es ist wirklich einfach, es ist wirklich wie so ein Katapult mit Hundescheiß, was immer weiter gefeuert hat. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich absolut nach hinten losgegangen. Es hat nichts funktioniert. Das tut mir echt leid für ihn, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich auch gut finde, ist, dass er ja im Video selber sagt, dass sie die ganze Zeit sich gestritten haben und Beziehungsprobleme hatten und dann meinten so, ja komm, dann lass doch auswandern, oder? Also das wirklich, die Entscheidung hätten weniger getroffen, Mann. Props dafür. Das muss Stelle halt dann nochmal. Die echte erste Liebe gewesen sein, ne? Ja, ja, shit. Ja, gut, für Ellie auf jeden Fall mit dem anderen Typen, ne? Also. Bro. Was wir auch überlegt haben, das hat mein Chat gestern geschrieben, vielleicht kannte diese Ellie den Typen auch vorher schon und musste da irgendwie hinkommen, weißt du? Und dann hat sie sich gedacht, ja komm, dann mit C-Max, wir wandern aus nach Barcelona und dann ein bisschen haha, hihi. Achso, das heißt, die hat quasi, meinst du, sie hat vorher Tinder-Standort nach Barcelona gesetzt? Hat sich ja, die wollte unbedingt nach Barcelona. Und hat ihn dann eingeredet, wir wandern dahin aus. Ja. Ah, oh, das ist, ja. Das ist sehr weit her, das ist sehr weit hergeholt, wie die. Naja, die waren an dem Abend, wo die Schluss gemacht haben, war sie schon direkt da, ne? Also, das ist schon Auffälligkeit. Ja, aber es kann ja auch eine Kurzschlussreaktion gewesen sein, zu sagen, so, ich will jetzt schnell mich ablenken, weißt du? Ja, aber da hätte sie sich ja auch bei jedem YouTuber eigentlich melden können, ne? Ja, aber wer springt denn darauf an? Naja, nach Barcelona, Urlaub in einem Airbnb, was C-Max bezahlt. Und, hihi. Weiß nicht, also, Bruder. Ich kenne auch nicht so viele. Ich kenne wirklich keinen einzigen, der so ehrenlos wäre und das machen würde. Und dann dahin fliegt und das machen würde. So, also, man kann wirklich uns Streamern und YouTubern echt viel vorwerfen, aber nenn mir eine Person, die das machen würde. Ich glaube, Miguel Pablo 2018 hätte das safe gemacht. Ja gut, aber der war auch in einem ganz anderen nebulösen Film, ne? Also der war sky high durchgehend, der Arme. Ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Ich warte. Die Leute schreiben Monte. Monte? Boah. Also für die Klicks wäre es halt geil. Ne? Egal welcher YouTuber das macht, wenn das rauskommt, kommst du auf jeden Fall Trendsplatz 1. Ne? Bei Monte muss ich auch ehrlich sagen, bei Monte würde auch jeder wieder sagen, das ist halt Monte. Da würde auch keiner sagen, das ist Assi. Ja, würden halt sagen, das ist halt seine Art. So, weißt du, was ich meine? so ist er halt. Inscope! Schon Inscope eigentlich auch, ne? Nico, ja. Oh. Ja, ich warte mal ab. Ey, C-Max, nach wie vor die Einladung steht, dass wir zusammen mal im Discord reden. Ich warte immer noch drauf. Ich glaube, meine Einladung steht auch. Ich würde nach Barcelona kommen, mit dir Fußballtraining machen und so. Tim wäre ein guter Mediator auch dafür, glaube ich. Das würde sich anbieten, ja. Ja, solange ich Reichweite generieren kann, bin ich dabei. Natürlich, so kennt man das. Alles klar. Das war ein sehr interessantes Gespräch, Tim. Ich werde mir jetzt weiter... Unser erstes auch, ne? Nee, wir haben schon mal im Teamspeak geredet, als du vom Server gehen musstest kurzzeitig. Ach so, ja, okay, gut. Aber das zweite Gespräch. Und ich weißt du, wer dabei war in dem Gespräch? Weißt du, wer noch dabei war? Drachenlord. Sag's war nicht. Ach so, nee. Echt? Ja. Der war im Channel dabei. Der war irgendwie dabei und dann hat er irgendwas. Ist egal, lange Geschichte. War wild. Geil. 2017, war sehr, sehr wild. Nee, das war nicht, das war sogar vorher, war es nicht 2015? Kann, oder 2016 oder so, ja, irgendwie sowas. Nee, 2015 war, nee, da war ich mit Gina zusammen, 2016, genau, das war das erste Jahr. Ja, wild, krank. Wild. Ja gut, vielleicht kommt ja noch was, wir bleiben achtsam. Ich mach mal hier weiter, mein Schönster, ja? Ja, alles klar, bis dann, Dankeschön für den Talk, hau rein, ciao. So, wir sind kein bisschen schlauer geworden, Chat, wir sind kein bisschen schlauer.